So, und da sind wir wieder bei Star Wars The Force Unleashed. Ein Rancor. Den ich jetzt mal eben ganz schnell fertig mache. So. Das war ja ein starker Gegner. Home Run. Ja, soll ich dich noch mehr blitzen oder was? Bin zwar nicht von der Polizei, aber egal. Du lebst noch. Du bist gerade erst zum Kampf hinzugekommen. So wie es aussieht, bist du gerade erst hinzugekommen. Boah, ich wollte gerade den Typen hier treffen. Oh, was ist der? Die sehen alle gleich aus. Komm hier. Fair kämpfen. Ich kämpfe mit Macht und du kämpfst mit Stab. Der lebt doch noch. Sonst hätte da ja gestanden, dass ich ihn getötet hätte. Ich wollte ihn zwar gerade voll gegen die Wand werfen, aber egal. Und? Ach Mist. So, ich wusste doch, dass du überlebt hast. Wo bist du, der Typ da? Ne. Hier geht's lang. Hier sind wieder solche blöden Blumen. Okay, wie hat der sich von meinen Blitzen lösen können? Okay, gegen den Gelben will ich nicht kämpfen, solange ich noch nicht den Schamanen getötet habe. Hoch mit dir. Das wird ein leichtes mit unbegrenzter Machtenergie. Insofern ich überhaupt dazu komme, sie zu benutzen. Ja, du springst einfach mal nicht weg. Stirb doch. Das waren, glaube ich, alle. Noch ein Schamane. Der hat sich ein bisschen blöd positioniert, deswegen ist er sofort gestorben. Ich kann dir mal alles abwehren hier. Home Run. Keinen Schaden machen mit Nahkampf und deswegen dieser Schamane hat sich scheiße reportet, also ist er gestorben. Nein, ich habe ihn reportet. Oh ja, Wortwitz. Jetzt ist er gebannt. So, den Rückstoß will ich jetzt noch nicht aufbessern, obwohl ich genug habe dafür. Macht Fokus, macht Affinität. Ah, wieso komme ich immer auf den Knopf drauf? Das ist ein bisschen nervig. Jeder Rang steigert die maximale Machtenergie. Jeder Rang steigert die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Je schneller ich das nachfüllen kann, desto besser.
Und Luftschlag. Starke Lebenszeichen voraus. Ich rate euch, achtsam zu sein. Achtsam sein. Achtsam sein, nicht achtsam sein. So. Gehen wir mal schlau vor. Dieser Rancor, der greift uns an. Dieser Rancor, der greift uns an. Und diese Filucianer greifen uns an. Und dieser Rancor greift jetzt den anderen Rancor an. Wir wissen, was zu tun ist. Erstmal die kleinen killen. Obwohl ich glaube, da kommen unendlich, solange ich den hier nicht besiege. Sehr tolle Ausweichkünste, muss ich schon sagen. Die haben wir drauf, die Typen. Ich kann ihn leider nicht auf den Rancor werfen. Wieso auch immer ihr jetzt hier hochfliegt, egal. Ja, euch kann ich benutzen, um den Rancor zu bewerfen. So, und finishen. Mann, war der einfach. Mann, ist der scheiße. Greift er mich einfach an. So, viele Gegner. Wenig Optionen. Einfach mal sprengen. Okay, er trotzt meinen Blitzen. Dann muss ich die wieder aus der Luft feuern. Was machst du da für einen komischen Walk? Und er tötet die Filucianer für mich. Kann ich seine Hand nehmen? Mit der Macht? Oder wieso war da gerade das Zeichen? Oder das war ein Stein? Ja, leg dich erstmal hin, Kumpel. Alter, wie der hier rumfliegt. Ich wusste nicht, dass das mit Rancors geht. Keine Ahnung. Rancorn. Er wollte den Stein hier raus lösen. Ist dabei verreckt. Oder hingefallen. Keine Ahnung. Das sah sehr komisch aus. Gesundheitsentzugsauber. Da freue ich mich doch. Wo ist der Schamane? Wenn ich nur wüsste, wo der ist, dort vorne. So, erledigt. Jetzt bist du dran, Kumpel. Komischerweise sitzt der Reiter von dem jetzt nicht mehr oben drauf.
Jetzt sitzt er wieder oben drauf. Bäm. Fliegt er da so von der Seite rein. Was für eine atemberaubende Schwertkunst ich hier beweise. Ich würde es einfach mal mit der Hand machen. Eclipse am Starkiller. Ist das Ziel schon in Sicht? Sie ist nah, sehr nah. Ich spüre ihre Anwesenheit. Ich auch. Ist nicht mehr weit. Ist so um die Ecke, würde ich sagen. Nach diesem Ladebildschirm. Da steht immer schön Random Facts, keine Ahnung. Oh ja, der Kampf gefällt mir. Der größte Salak der Galaxis. Direkt vor unseren Augen. Wir sehen leider nur die Tentakel. Vaders Attentäter. Willkommen in der Ahnenschlucht. Seit Urzeiten ein Ort der Opferung. Bereit dem Schicksal zu begegnen. Okay, das war jetzt ein bisschen asynchron. Du willst also kämpfen. Und das kannst du abwehren. Aber das hier nicht. So, Kugelstoß, Nerd. Ne, was war das? Wie nannte man das nochmal? Kettenwerfen oder so. Willst du so deine Gabe einsetzen? Ja, ich kann sehr gut springen. Ach, um Hilfe rufen kannst du, ne? Danke für die Leben, die du mir damit bescherst. Sicherlich auch für deine Leben, die du da verschwendest. Auf mich anzugreifen, während ich hier gerade in einer Machtparade bin. Das ist sehr unfair. Das macht man nicht. Wir sind zu stark für dich, Kind. Ich bin kein Kind. Du bist ein Kind. Ja, und ich kriege hier gerade wirklich was rein. Aber ich kann auch sehr schlecht was machen. Dagegen. Weil irgendwie nützen meine Kombos nichts. Vielleicht sollte ich mal aufleveln. Jetzt werden wir auf einem neuen Level kämpfen. Mein Machtblitz kann ich immer noch nicht verbessern. Den Machtfokus könnte ich verbessern. Vitalität wäre ganz nützlich. Wenn die Gegner kommen, dann kriege ich auch mehr Leben wieder zurück. So, haben wir hier noch eine schöne Combo. Würde ich jetzt fertig neu erhaltenen Kräften oder auch nicht. Ich finde es halt ein bisschen blöd, dass ich das nie wirklich abblocken kann. Genau, flieg einfach mal über den halben Bildschirm. Ergib dich, Attentäter. Ergib mich nicht. Wenn schon, mache ich erstmal einen Kampf, bevor ich sterbe. Willst du so deine Gabe einsetzen? Willst du mich eigentlich verarschen? Wie viel zieht die denn ab? Und ich kann den Typen auch nicht viel abziehen. Alter, wie viele Blitze fliegen da rum? Sterb doch einfach.
Ja, das war jetzt unfair. Konnte gegen den Schaden nichts tun. Wir. Kämpf alleine. Kämpf auch alleine. Weil meine Kumpanen nichts können. Das ist vielleicht auch der Grund. Genau. Wie hast du mich jetzt hinter dich hinbekommen? Du willst mich mit Staub angreifen. Staub, der mich verfolgen kann. Genau. Fall einfach um. Fall einfach um. Ist ja nicht unfair. Ja, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge und wir machen den Kampf in der nächsten Folge weiter. Also, ciao.